Herzlich willkommen zur Lindus, Nummer 14 ist das schon. Ihr seid total viele. Mit Recht, das wird ein total spannender Abend. Allein der Titel von dem Talk, den der Markus uns gleich hält, hat euch wahrscheinlich auch angemacht. Innovation, Konfusion, Enttäuschung, Verzweiflung. Ich bin gespannt, was sich hinter diesem positiven Grundton verbirgt, bei diesem Talk. Bevor ich mit meinem Talk beginne, der geht auch in die gleiche Richtung. Es wird auch um das Thema Innovation gehen und wie wir das bei Zipgate machen, wie wir Experimente im Alltag anwenden. Sei noch auf das Hashtag hingewiesen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr twittert, dass die Hände wund werden und dabei das Lindus-Hashtag verwendet. Das würde uns total happy machen. Genau, bevor der Markus dann gleich loslegt, erzähle ich, wie gesagt, ein bisschen was. Es geht um das Thema, wie wir im Alltag bei Zipgate Experimente machen, wenn wir Produktentscheidungen treffen. Vielleicht noch ganz kurz zu mir, dass ihr wisst, wer hier oben eigentlich steht. Ich bin der Marcel, hallo. Ich bin Product Owner bei Zipgate seit gut einem Jahr jetzt, oder kurz PO. Ich betreue mit drei anderen POs das Businesskundenprodukt von Zipgate, Zipgate Team. Das ist so der Bereich, wo ich so rumspuke. Das reicht, glaube ich, zu mir. Und ich fange mal an mit den Urängsten eines POs oder eines jeden Menschen, der sich mit Produktentwicklung beschäftigt. Nämlich der Frage, ist das gerade eine gute Idee, was wir da bauen? Ist das Feature gerade das, was der Kunde am... Ich muss mal eben meine Brille abziehen, weil das irgendwie nicht kompatibel mit dem Headset ist. So. Ist das Feature, was wir gerade bauen, ist das echt das, was der Kunde am dringendsten benötigt? Ist der Preis gut? Werden wir hier damit Geld verdienen? Oder werden wir uns so richtig auf die Fresse legen mit dem, was wir da gerade bauen? Viele dieser Fragen kann man durch scharfes Nachdenken beantworten oder durch Googlen, aber viele nicht. Ne? Da muss man einfach irgendwie mal anfangen, sich bewegen und ein Experiment wagen. Das machen wir bei Zipgate auch total gerne. Wir lassen uns gerne auf Unsicherheit ein und nähern uns einem Problem schrittweise durch Experimente. Das Problem ist natürlich, jedes Experiment kann scheitern, kann richtig in die Hose gehen. Das ist per Definition so, sonst wäre es kein Experiment. Und jedes Experiment oder jedes Ausprobieren kostet Geld. Und das ist so der Spagat, das ist bei euch im Unternehmen wahrscheinlich nicht anders. Man will auf der einen Seite Unsicherheit wagen, man will Innovation haben, man will was Neues bauen, aber man möchte auch nicht, dass nach drei Experimenten wir hier alles zumachen müssen, nach Hause gehen müssen, weil wir kein Geld mehr haben und nie wieder so leckeres Mittagessen bekommen. Also müssen wir irgendwie es schaffen, Experimente im richtigen Rahmen zu machen. Und da wollte ich jetzt allgemein erst ein bisschen was zu erzählen, worauf achten wir eigentlich bei Experimenten auf Produktebene bei Zipgate. Und dann erzähle ich auch noch eine konkrete Geschichte aus den letzten Wochen, wo wir eine Produkt validiert haben mit einem Experiment. Das Erste, wo wir immer sehr darauf achten bei Zipgate, auch bei Produktentscheidungen, dass wir schon sehr früh das Wissen und die Erfahrung, was Zipgate hier in den letzten 10 Jahren gesammelt hat, nutzen. Alle Prozesse sind darauf optimiert, hol dir schon früh Feedback. Man kann natürlich alles in Frage stellen und irgendwas behaupten, aber wir wollen das nicht ignorieren, was wir gelernt haben. Wir wollen nicht als Organisation immer wieder die gleichen Dinge lernen. Deswegen ist alles darauf ausgerichtet. Das Zweite ist, wir stehen total auf kleine, schnelle Iterationen, um schnell Dinge zu lernen, die Unsicherheit und Komplexität von Anfang an zu reduzieren und dann schnell weiterzumachen. Das heißt, wenn ein Experiment schon von Anfang an total groß ausgelegt ist, dann gehen wir oft noch einen Schritt zurück und fragen uns, wie kriegen wir es noch kleiner? Was ist die eine Sache, die wir lernen möchten? Kriegen wir es irgendwie noch kleiner als Experiment? Und wenn dann wirklich ein Scrum-Team, das habt ihr oben an dem Board auch gesehen, wenn ein Scrum-Team anfängt, an etwas zu arbeiten, das ist so die größte Art eines Experiments, was wir hier so haben, dann selbst dann versuchen wir das zu deckeln. Also bei 8 Wochen, wenn das schon so geplant ist, da ist die Schmerzgrenze erreicht. Wir wollen es lieber noch kleiner machen, lieber schnell was lernen. Und damit man nicht immer das Rad wieder neu erfinden muss, sind wir auch ein großer Fan von Ritualen, von Standardisierung. Es gibt ja ganz viele Tools da draußen aus der Lean-Startup-Szene, aus der agilen Szene und die benutzen wir alle gerne. Ein paar eigene Sachen haben wir noch und das haben wir so ein Framework gepackt, an dem man sich dann richten kann. Und alles steht und fällt mit dem Portfolio-Board. Wer die Führung gemacht hat und gefühlt gab es gerade 35 Führungen, dann habt ihr das Portfolio-Board gesehen. Das steht oben zentral, so sieht es aus, für jeden einsehbar. Darauf sieht man, an welchen Ideen Zipgate gerade arbeitet, was wir verfolgen und welche Ideen wir gerade validieren. Es ist so ein großes Kanban-Board und da wandern so Canvases, das sind Projekte oder Produktideen von links nach rechts. Es fängt an, Ideation, das ist so unsere große Inbox für Ideen, dann werden Ideen qualifiziert und dann ab Grooming
die sich mit dem Scrum-Framework auskennen, da geht es dann langsam los mit Stories schreiben, Backlog aufbauen, dann geht es in Next und dann werden die Sachen gemacht. Und was da von links nach rechts wandert, das ist ein Portfolio-Canvas. Das haben wir uns wirklich im Grunde alleine ausgedacht, auch wenn es irgendwie die siebte Evolution von einem Lean-Canvas ist. Da erzähle ich jetzt nicht so viel zu, da gibt es bald mal einen Blogartikel, wo ich das prosaisch nochmal alles aufbereiten werde, wem das interessiert. Was man hier, das wollte ich nochmal kurz erwähnen, was man hier sieht, links in der Ideenspalte, da hängen ganz, ganz viele Zettel und dann dünnt es radikal aus. Das ist bewusst so, also unsere Strategie ist, ganz viele Ideen erstmal frühzeitig sammeln und dann auch großzügig wieder wegschmeißen. So entdecken wir frühzeitig gute Ideen, deswegen sondieren wir da ziemlich stark. Der zweite Grund ist, dass das Qualifizieren von Ideen auch richtig viel Arbeit ist. Also ich kann nicht als PO 5 Ideen gleichzeitig qualifizieren. Deswegen dünnt es da auch ein bisschen aus. Wir sind noch nicht ganz zufrieden mit dem Status Quo. Das wollen wir auch, möchte ich auch zugeben. Also wir würden gerne, dass in dem Bauch des Portfolio-Boards da noch mehr hängt. Da arbeiten wir gerade dran. So, jetzt kommt die konkrete Geschichte. Also die Idee zu Fornstats.io ist genau über dieses Board gewandert. Von links nach rechts. Das hat vor einigen Wochen begonnen. Und um euch mal halt so ein bisschen zu verdeutlichen, wie wir mit dem Board arbeiten und mit Experimenten, erzähle ich die Geschichte mal kurz. Hinter Fornstats.io verbirgt sich die Idee, ein Werkzeug, ein Tool für Leute, die eine Hotline haben oder so ein Callcenter zu bauen, dass sie ihre Erreichbarkeit und die Kundenzufriedenheit effektiv verbessern können. Wie ist das entstanden? Genau, hier nochmal ganz kurz die Legende, die auch oben auf dem Portfolio-Board hängt. Wenn was in Ideation reinkommt, dann ist das Ziel, frühzeitig gute Ideen zu identifizieren. Und das kann jeder machen, alle, die eine Produktidee bzw. Verbesserung haben. Und worauf wir bei Ideen achten, was eine gute Idee ausmacht, das sieht man am Beispiel von Fornstats ganz gut. Das erste ist, eine gute Idee ist durch die Kundenbrille gedacht und geschaut. Das war bei Fornstats am Anfang nur so halb gegeben. Und zwar ist es so, es gibt ein Stück Software, das die Regeln für Callcenter oder für Leute, die eine Hotline haben, steuert. ACD nennt sich das, Automatic Call Distribution. Das hatten wir mal. Bei ZipGate haben wir dann wieder weggeschmissen, nicht weil das keiner haben wollte, sondern weil wir uns auf andere Sachen konzentriert haben. Und so eine ACD, die sorgt halt dafür, dass Calls, wenn sie reinkommen in ein Callcenter, zu dem nächsten freien Mitarbeiter weitergeleitet werden, aber dann wird nach irgendwelchen Regeln drauf geschaut, dass die Agenten, so heißt das ja ein Callcenter, sprich, nicht zu viele Anrufe hintereinander bekommen, dass die mal Pause haben, dann kann man auch Skillgruppen hinterlegen und ganz dolle Sachen. Und wir POs hatten jetzt so die Idee, ach, wir könnten nochmal wieder eine ACD bauen. Und anstatt das jetzt einfach zu machen, sind wir zu den Kundenbetreuern oder zu ein paar Kundenbetreuern gegangen, ein PO-Kollege und ich, haben uns auf einen Kaffee mit denen getroffen und haben gefragt, wie ist denn das so? Fragen mal Leute irgendwie nach einer ACD? Ja, auf jeden Fall, so einmal pro Woche. Ah ja, cool. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, also eine gute Basis für eine Idee. Da gibt es offensichtlich ein Bedürfnis bei den Kunden. Ist allerdings auch eine gefährliche Basis, denn in dem Fall wünscht sich der Kunde ja schon eine Lösung. Wie Kunden das halt so tun. Das, was sie kennen, das bestellen sie und formulieren nicht das abstrakte Problem, sondern das, was sie am Ende haben wollen. Wer aus der Agenturwelt kommt, der kennt das auch. Nur es ist schwierig, mit Kunden sich über ein Problem zu unterhalten und nicht über die Buttonfarbe. Und deswegen ist es, naja, es kann gefährlich sein, einfach etwas zu bauen, was der Kunde bestellt hat. Also sind wir einen Schritt zurückgegangen, der Kollege und ich, und haben gefragt, als wir damals die ACD hatten, vor Jahren, was war denn das wichtigste Feature, was die Kunden genutzt haben, die heißgeliebte Funktion? Ja, das waren Auswertungen, Statistiken. Mhm. Fand ich jetzt schon mal total spannend, weil das ist nicht das Kernfeature der ACD, ne? Die sorgt dafür, dass die Anrufe schlau verteilt werden und nebenbei purzelt dann auch raus, dass du auch schöne Auswertungen hast, dass du siehst, wie gut bist du überhaupt erreichbar, wie lange müssen die Kunden warten und so. Das war aber für unsere Kunden das Wichtigste oder zumindest eine sehr wichtige Funktion. Dann haben wir gefragt, okay, und wenn die Leute heute so einmal pro Woche fragen nach einer ACD, nach was fragen die denn konkret? Ja, eigentlich wollen die Statistiken haben und Auswertungen. So entstand langsam die Idee, was ist denn, wenn wir uns von dem Konzept ACD, wo wir alle genau wissen, was das ist, erstmal trennen und dem Kunden genau das bieten, was er offensichtlich am dringendsten benötigt, nämlich Auswertungen. Das war schon mal so eine ganz gute Idee, natürlich immer noch krasser Lösungsraum, ne? Wir sind immer noch sehr schon bei Produkt- und Lösungsideen. Wir müssen einmal noch einen Schritt zurückgehen und versuchen zu verstehen, was ist das wirkliche Problem. Das habe ich gemacht und mir mal die Kunden, die danach fragen, genauer angeschaut. Da kam auch schon die erste
Große Überraschung, das waren nämlich keine großen Firmen. Ich habe gedacht, so mindestens 1000 Anrufe pro Tag und 20 Leute, die gleichzeitig telefonieren, dann wird das spannend. Das waren aber eher so Leute, wo nur 2 bis 3 Leute gleichzeitig telefonieren. Also Firmen, die klein genug sind, dass sie sich keine Riesenlösung ins Haus holen, aber groß genug, dass sie so langsam den Überblick verlieren und abends nicht mehr gut schlafen können, weil sie nicht wissen, was war eigentlich los in meiner Hotline heute. Das war der Moment, wo ich mich dann auch mit meinem Team, also inklusive Kundenbetreuer, Entwickler, wo wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben zu dem Thema. Und um uns dieser Persona zu nähern, haben wir einen Value Proposition Canvas zusammen ausgefüllt, kennen wahrscheinlich auch viele. Links ist, wo das Geschenke-Icon ist, da geht man schon sehr in Richtung, was könnten wir bauen, Produkte, Features. Und rechts konzentriert man sich halt wirklich ausschließlich auf die Persona, den Kunden. Was treibt den an, was gefällt dem, was schmerzt den? Und mit unserem Empathievermögen haben wir da so eine Persona gestrickt und haben herausgefunden, die sagt zwar, sie möchte Statistiken an diese Person, aber was sie eigentlich möchte ist, abends gut schlafen können, wissen, die Kunden waren heute zufrieden, ich habe gut verkauft, keiner musste lange warten, alles gut. Und da entstand so die Idee, die Vision zu einem Produkt, wir bauen für kleinere Firmen ein Tool, was keine Zahlen liefert, sondern Antworten, was mir hilft, die Kundenzufriedenheit und meine Erreichbarkeit zu verbessern und mir sagt, was ich gerade falsch mache bei der Hotline. So, dritter Punkt, hol dir voll Feedback, das hatte ich ja vorhin erwähnt, das ist bei uns ist mal sehr groß geschrieben. Wir haben das sogar, vielleicht habt ihr das auch bei dem Board gesehen, sogar hart verdrahtet, also es gibt diese Ritual Descent Spalte. Wenn ein Canvas von Idee in Qualifikation will, dann muss es durch den Descent. Wie funktioniert der? Vielleicht kennen auch manche das Tool Ritual Descent, das haben wir uns nicht ausgedacht. Es ist ein wunderbares Tool, um fachliches Feedback zu bekommen. Man stellt die Sache vor, das kann Design sein oder in dem Fall ein Canvas. Dann stellt man sich mit dem Gesicht zur Wand und bekommt Feedback. Und die Regel, die das Ganze so spannend macht, ist, die anderen Peers dürfen kein positives Feedback geben, sondern ausschließlich negatives. Dürfen kein gutes Haar dran lassen an dem, was sie gerade gehört haben, sondern sich so in die Rolle eines Investors versetzen, der das gerade richtig niedermacht. Das klingt erstmal schlimm, ist aber total witzig, wie man auf diesem Bild sieht. Alle machen mit, es ist nicht gestellt. Wir achten sehr auf Timeboxen. Mein großartiger Job auf dem Foto ist es ja, die Uhr zu halten. Also wenn dann die 5 Minuten um sind, dann machen wir auch Schluss. Und man bekommt total viele wertvolle Hinweise und weiß, die dürfen ja nur ein negatives Feedback geben. Also man kann sich gar nicht auf den Schlips getreten fühlen. Und man bekommt sehr gutes Feedback. Bei Canvases, ich habe mal aufgeschrieben, also die Klassiker sind, beziehungsweise ganz rechts, das sagt irgendwer als erstes, das ist die schlechteste Idee, die ich heute gesehen habe. Meistens bei dem ersten Canvas, was präsentiert wird. Und dann, man hat auch verloren, wenn man versucht, mehrere Probleme auf einmal in einem Canvas zu lösen, dann ist einem die Kritik sicher. Und auch wenn man sich zu sehr schon auf die Lösung konzentriert. Ihr habt ja gesehen, bei dem Canvas oben links ist erstmal das Problemfeld. Damit wollen wir anfangen und nicht schon mit der Lösung. So, das habe ich irgendwie hingekriegt. Das Canvas Phonestats.io hat es in Qualification geschafft. Jetzt wird es spannend. Man versucht, wie auch die Legende von dem Board dann zeigt, das Problem zu validieren, dass es existiert und dass wir eine Lösung dafür haben. Problem Validation hatten wir schon so einigermaßen gemacht. Wir hatten schon so mit Kunden gesprochen, Feedback gesammelt. Jetzt ist die Frage, wie validiert man denn, dass die Lösung, die man hat, Statistiken, Web-Oberfläche und so, dass das eine gute Idee ist. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, einen Kunden zu fragen, ob das eine gute Idee ist, klappt nie. Es kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Ich hätte das machen können, jetzt 100 Phonestats oder zukünftige Phonestats-Kunden anrufen können und fragen können, hätten sie gerne Statistiken? Natürlich hätten alle gesagt, ja. Und würden sie denn dafür zahlen? Ja, wenn es gut ist. So Antworten bekommt man, die bringen einem genau gar nichts. Deswegen unsere Regel, wenn es geht, baue ein MVP. Vielleicht kurz zu der Definition, wie wir MVP sehen. Man kann das ja MVP so definieren, dass es die Ur-Version, also die Alpha-Version mit den Core-Features ist, die einem schon irgendwie Kundenwert schafft. Man kann es aber auch so sehen, das ist einfach ein Tool, was dir hilft, deine These zu validieren oder zu invalidieren, Validated Learning zu machen. Und so sehen wir das. Also du brauchst kein echtes Produkt zwangsläufig, sondern eine echte Reaktion. Das ist wichtig. Und deswegen haben wir als Team gesagt, okay, wir qualifizieren jetzt mal eine Woche lang dieses Canvas, auf keinen Fall länger, das ist unsere Deadline. Und vielleicht bauen wir was, vielleicht auch nicht, wir schauen mal. Auf jeden Fall, wenn wir was bauen, dann denken wir nicht an Skalierung. Das ist ja auch dieses Mantra, was man aus der Lean Startup-Ecke immer wieder hört. Wir wollen da überhaupt nicht dran denken, dass es vielleicht mal größer werden könnte. Und wir haben das so radikal gesehen, dass wir uns geschworen haben, alles, was wir diese Woche bauen, wir schmeißen es auf jeden Fall wieder weg, wenn es denn wirklich weitergehen sollte irgendwann mit Phonestats.
Das war auch für Entwickler gewöhnungsbedürftig, so zu denken, weil wir sonst sehr auf Nachhaltigkeit auch achten. In dem Fall hat es uns geholfen, zugunsten von Schnelligkeit ganz viele Entscheidungen zu treffen, die sonst nicht drin gewesen wären. Zum Beispiel, was das Datenbankdesign angeht. Wir haben ein Login haben wir gar nicht erst gebaut, als wir es dann gebaut haben, sondern einfach den Leuten eine URL geschickt mit einem Hash. Das wäre alles in der Zipgate-Welt keine Option gewesen, aber so ging das. Genau, MVP, also ein Minimal Viable Product, da haben wir auch drauf geachtet. Und deswegen die erste Iteration, was wir den Kunden geschickt haben, war einfach eine E-Mail, wo wir so getan haben, als ob es den Prototypen schon gäbe. Es gab da also einen Fake-Screenshot und haben halt gefragt, hey, wollen Sie das mal testen? Es geht schon in ein paar Tagen los, dann können Sie da schalte ich den Account für Sie frei und rufen Sie mich doch mal zurück. Und dann ging es relativ schnell, also das ist nur ein Ausschnitt einer Wand. Wir haben dann, also links waren eigentlich Logos, die haben wir jetzt anonymisiert von den Firmen, haben wir dann 30 Kunden angeschrieben und 11 von denen haben innerhalb der ersten 2 Tage gesagt, jo, finden wir total spannend, möchten wir auf jeden Fall ausprobieren. Und das Coole ist, man kennt halt seine Kunden wirklich persönlich. Genau, und dann haben wir tatsächlich auch was gebaut. Also bis Mittwoch war es eigentlich nur Fake-Screenshot, eine Landingpage, wo auch nur ein Screenshot war. Dann haben wir angefangen, was zu bauen. Am Donnerstag den Kunden das Tool gegeben, was im Grunde das, was ihr hier seht, kann. Das ist nicht viel, ein- und ausgehende Anrufe visualisieren. Das hat aber vielen Kunden schon echt weitergeholfen und die nutzen das auch bis auf den heutigen Tag. Und alles, was wir da gebaut haben in dieser Woche, das war nur ein Vehikel, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, um irgendwie Feedback zu bekommen, persönlich. Das ist für manche, auch für mich, erstmal gewöhnungsbedürftig, mit so vielen Leuten dann zu telefonieren, stundenlang. Man könnte es ja auch bequemer machen, einfach ein Tool bauen und dann etwas drauf, Analytics drauf, Leute drauf schicken, Hotjar irgendwie noch drauf, gucken, wie die sich bewegen und daraus lernen. Meine Erfahrung ist, ein Gespräch mit einem Kunden hilft dir 50 Mal mehr als irgendwie 1000 Statistiken. Du lernst total viel. Vielleicht ganz kurz noch, was die Kunden sich so gewünscht haben. Die durchschnittliche Gesprächszeit war ein Ding, was ganz viele unbedingt haben wollten. Da habe ich gefragt, ja, warum denn? Ja, sagte der eine, wenn die Gesprächszeit irgendwie unter 3 Minuten ist, dann weiß ich, da läuft was schief, weil ich verkaufe hier teure Reisen irgendwie und das darf nicht unter 3 Minuten sein, sonst war das Gespräch auf jeden Fall ein Fail. Der nächste Kunde am Telefon sagte, ja, ich möchte auf jeden Fall eine durchschnittliche Gesprächszeit. Und ich dann direkt, aha, das darf auf jeden Fall nicht unter 3 Minuten sein. Um Gottes Willen, nein, natürlich nicht. Es muss maximal darf es 1 Minute sein, weil ich verkaufe hier, ich mache hier Support und Bugfixes und die Kunden rufen an und sind in Panik und ich muss denen ganz schnell helfen. Also die gleiche Metrik, völlig unterschiedliche Intentionen. Und das lernt man nur über mit Leuten sprechen. Genau, letzte Folie und die Frage, warum gibt es denn jetzt für uns das noch nicht? Wir haben das Problem doch und die Lösung, die wir haben, validiert. Man braucht halt noch mehr. Eine Lösung ist kein Produkt. Geschäftsmodell, da sollte man sich schon vorher, bevor man es dann auch baut, Gedanken machen. Gerade das Pricing ist so ein Ding, wo man unserer Erfahrung nach auch nicht so doll drauf iterieren kann. Vor allen Dingen, wenn man merkt, huch, die Leute sind ja eigentlich bereit, noch mehr zu zahlen und dann teurer wird, lieber vorher 1-2 mehr Gedanken drauf verschwenden, wie man das Pricing gestaltet. Eine Vision, also unabhängig davon, was wir jetzt gerade haben, was ist die große Vision für das Produkt und wie passt es zum Portfolio? Also das will das Portfolio-Board ja auch visualisieren. Von den vielen Ideen, das große Ganze in den Value-Streams, die wir haben, zu visualisieren, weil wir machen nicht alles nur, weil es Umsatz macht. Zum Schluss ermuntere ich natürlich jeden, sich vor uns als Aroma anzuschauen oder da vielleicht auch direkt Testkunde zu werden oder mich gleich auch nochmal anzusprechen. Ich freue mich weiterhin über jede Kritik oder Idee oder Feature. Genau, ich bin gleich fertig. Die Buchtipps, The Mom Test, wunderbares Buch, der sagt unter anderem auch das, was ich gerade gesagt habe, frag nie Leute, ob du eine gute Idee hast, sondern versuch dich auf ein Problem zu konzentrieren. Und von Alan Cooper, das Ding, das hat das ja mit den Personas im Grunde begründet und da sind ganz viele wunderbare Aussagen in diesem Buch. Die Präsentation wird dann auch nachher auf Lindus online gestellt. So, ich entschuldige mich dafür, dass ich so viel und so schnell geredet habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, sind noch Fragen oder? Okay, gut. 5 Minuten haben wir bestimmt. Eine Nachfrage. Es wurde gesagt, es sind ganz sehr viele Ideen da und davon werden sehr viele weggeworfen. Ist denn das nicht irgendwie frustrierend? Nee. Also für diejenigen, die mit den Ideen kommen, meine ich jetzt.
Nee, also wir schmeißen fast nie eine Idee weg, weil wir sagen, das ist ja scheiße. Sondern es geht eigentlich immer darum, dass es gerade nicht das Allerwichtigste, was wir tun. Wir sind halt irgendwie, alles ist irgendwie endlich, auch die Leute, mit denen wir hier an Sachen arbeiten können. Und das ist gerade nicht das Wichtigste, was wir tun können. Wir könnten so ein Archiv haben, wo wir Sachen nochmal rausziehen, aber eine gute Idee wird auf jeden Fall nochmal aufpoppen. Aber nö. Okay. Jetzt haben wir so viel über PhoneStats gehört. Geht es denn jetzt damit weiter oder nicht? Es wird irgendwie weitergehen, ja, auf jeden Fall. Das ist das, woran wir gerade arbeiten, ist, was ist die wirkliche Vision? Ich kann ja vielleicht ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Technisch ist es zum Beispiel möglich, dass wir gar nicht nur Zipgate-Kunden damit glücklich machen, sondern Kunden, die auch woanders irgendwie ihre Telefonie haben und auch da bleiben können. Und die Vision, auf die es gerade hinausläuft, ist so das Google Analytics für Telefonie. Also ein bisschen größer gedacht. Aber da wollen wir halt, wie gesagt, ein bisschen drüber nachdenken, bevor wir da anfangen zu bauen. Genau, das Uber vor, das Tinder für Telefonie, genau. Sonst noch Fragen? Ansonsten, ich werde hier noch rumgondeln. Gut, vielen Dank.